Herzlich willkommen zum Silvester-Orgelfeuerwerk in diesem merkwürdigen Jahr 2021. Sie alle wissen, warum Sie dieses Konzert heute nur über das Internet verfolgen können. Ich finde das als Künstler natürlich sehr schade, stehe aber mit dem ganzen Team der Ringkirchengemeinde hinter den Entscheidungen, die dazu geführt haben. Damit Sie in diesem Jahr den Silvesterabend auch wieder besinnlich, beschwingt mit Orgelmusik begehen können, habe ich mich entschieden, Ihnen mein Programm digital zur Verfügung zu stellen. Wie in jedem Jahr möchte ich Sie auch heute mit ein paar Anmerkungen durch das Programm führen. Das Wort des Jahres 2020 lautet, wer hätte das gedacht, Corona-Pandemie. Wir wissen, dass das Coronavirus eine bedrohliche Krankheit auslösen kann. Dennoch möchte ich heute mit einem Augenzwinkern auf das Wort Corona schauen. Ein kurzer Blick in die Musikgeschichte offenbart Erstaunliches. Corona ist ein sehr musikalisches Wort. In Dvořáks Requiem, einer Totenmesse, lesen wir auf dem letzten Ton den Hinweis Senza Corona. Ein früher Hinweis auf diese todbringende Krankheit? Nein, es ist nur ein Hinweis, den Ton nicht länger auszuhalten, als er geschrieben steht. Dieses Stück mit Chor und Orchester ist natürlich unter den gegebenen Bedingungen nicht aufführbar. Aber einen Komponisten mit Corona im Namen kann ich Ihnen präsentieren. Den Italiener Antonio Coronaro. Von ihm hören Sie als erstes Stück ein Preludio Melodico. Dem Coronavirus eigentlich mit einem Augenzwinkern nähern? Das Virus ist ja Ursache für Angst, aber auch für viele Tote. Verbietet die Nähe des Todes,
nicht eine humorvolle Herangehensweise? An den Tod haben sich einige Komponisten mit einer gewissen Leichtigkeit herangewagt. Eines der bekannten Stücke dieser Art ist der Danse Macabre von Camille Saint-Saëns. In diesem wunderbaren Stück spielt der Tod selbst auf einer verstimmten Geige zum Tanz auf und die Toten tanzen mit, bevor mit dem Hahnenschrei der Spuk vorbei ist. Ich spiele Ihnen den Danse Macabre in einer Orgelbearbeitung von Edwin Lemar. Dabei frage ich mich, wann für uns wohl endlich der Hahn krähen wird und der Spuk mit dem Coronavirus vorbei ist. Übrigens, bei diesem Stück kommen die Möglichkeiten des neuen Spieltischs der Ringkirchenorgel, der im Jahr 2020 eingebaut wurde, so richtig zur Geltung. Thank you.
250 Jahre Beethoven, ein Jubiläum, das in diesem Jahr eigentlich groß gefeiert werden sollte. Es fiel, wie so vieles andere, auch bei uns in der Ringkirche, der Corona-Pandemie zum Opfer. Beethovens wohl berühmtestes Werk, seine 9. Sinfonie, endet mit dem Chor »Freude, schöner Göttervogel« und den Worten »Seid umschlungen, Millionen«. Wer unter uns sehnt sich nach diesem Jahr nicht nach engen Kontakten, auch wenn wir die Millionen ja vielleicht nicht gleich wörtlich nehmen müssen? Als Hoffnungszeichen für das neue Jahr spiele ich Ihnen zum Abschluss das berühmte Thema von Beethoven mit 14 Variationen des Münchner Orgelprofessors Harald Feller, die er für dieses Jahr komponiert hat. Ich wünsche Ihnen für das kommende Jahr Gottes Segen, viel Freude und wie man heutzutage sagt, bleiben Sie gesund.